Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oder ist es eine neue Folge? Ein Tag persönlicher Koch. Auf jeden Fall werde ich heute bekocht von niemand Geringerem als Eric. Eric ist heute vor der Kamera, hinter der Kamera ist Justus. Danke, dass du aushilfst. Eric kocht heute für mich. Ich habe mir ein paar Rezepte gewünscht. Der Vorschlag kam aus der Community. Und ich werde es genießen heute, weil dieser kleine Miese hier drüben ist der allererste. Wenn eine Kleinigkeit schief läuft, anstatt zu sagen, ey Bro, mach so, lacht er einfach. Ja, ich lache einfach so aus dem Herz heraus. In Erinnerung an unseren Miami-Aufenthalt habe ich mir ein breit gefächertes amerikanisches Frühstück gewünscht. Kann nur geil werden. Leg gerne los. Ich werde den ganzen Tag über einfach ein paar miese Kommentare bringen hier von der Seite. Bisschen abfacken, damit du mal weißt, wie ich mich immer fühle. Ja. Das Ding ist, weshalb das Ganze so gut harmoniert, ne? Mit uns ist ja, weil Eric auch sehr, sehr gerne kocht. Wie fängst du denn jetzt an? Also, als allererstes natürlich, was haben wir hier? Schön thick sliced bacon. So richtig, ich habe gesagt, halben Finger dick geschnitten bitte. Mm. Und das kommt jetzt als allererstes in den Backofen. Ich lege das jetzt einfach mal hier drauf, ganz ungeniert. Ach, die Alufolie legst du gerne falsch rum immerhin, ne? Genau, das ist der Trick. Ich helfe dir mal ein bisschen, dass das heute auch was wird hier, ne? Aber ich bin wirklich gespannt, wie du auch am Ende des Tages so diesen Perspektivwechsel wahrnehmen wirst. Vielleicht wirst du endlich mal verstehen, was ich eigentlich leiste vor der Kamera. Das Ding ist, ich habe ja auch noch nie so richtig für dich gekocht, ne? Ja. Eigentlich ganz easy, Backofen ist schon vorbereitet auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da wandert das jetzt schön für so 15, 20 Minuten rein. Immer mal wieder reinschauen, bis der Bacon schön aussieht. Als nächstes, wir haben nicht nur Bacon, wir haben nicht nur Pancakes. Wir haben nicht nur Scrambled Eggs in der Soft-Version, sondern Max hat sich auch noch Hash Browns gewünscht. Genau, ganz in Anlehnung an das American Breakfast von Joshua Wiseman, ja, einem meiner Lieblingsköche, und kann eigentlich nur lecker sein. Aber da ist auch ein bisschen Skill dabei. Und was ich mir natürlich auch gedacht habe, sind natürlich auch einige Fehlerquellen. Das war ganz lustig. Ich habe wirklich dich ein Stück weit in mir gesehen, nachdem ich die Rezepte genannt habe. Du pickst dir dann auch so verschiedene Bausteine zusammen und entwickelst daraus so dein eigenes Rezept, ne? Genau. Du machst das. Wir schnappen uns die Vierkantreibe. Wir haben hier eine Schüssel und da reiben wir jetzt Topfen schön rein. Ganz easy. Für die Leute, die sich fragen, was sind Hashbrowns überhaupt, weil das habe ich auch am Anfang erstmal. Ihr kennt sicherlich so Reibekuchen und am Ende des Tages sind es einfach Reibekuchen, genau. Nur nicht auf rheinische Art, sondern auf amerikanische Art. Genau, ja. Keine Angst haben, schaut, ich baller da wirklich viel Salz rein. Das Ganze einmal schön auswaschen. Und dann richtig schön auspressen das Ganze. Auch mal mit beiden Händen. Mit Liebe auch. Ja. Das ist ja wichtig. Das ist das Wichtigste. Boah, der Bacon, riechst du ihn? Ja, ja. Hashbrowns sind vorbereitet. Zweiter Hauptteil des Frühstücks werden Pancakes sein. Dazu tun wir 3 Eier in eine Schüssel. Diese 3 Eier verquirlen wir richtig schön. So 200 ml Joghurt, 100 ml Milch vermischen wir jetzt in einer Schüssel. Die Schüssel ist ein bisschen klein, also nehmt sich auf jeden Fall eine größere Schüssel oder macht es einfach in einem Messbecher. Tribünenplatz. First row bin ich hier. Ja. Hier haben wir noch Mehl, eine Packung Backpulver, 2 Esslöffel Zucker und eine Prise Salz. Das muss jetzt einfach nur nach und nach alles mit dazugegeben werden. Und das wird jetzt zu einer richtig schön dickflüssigen Masse. Man merkt das auch schon beim Rühren. Genau so soll es sein. Und das ist halt jetzt das Geile. Wir haben fast alles schon vorbereitet, der Bacon ist nur schon hinten. Und jetzt müssen wir nur noch ausbacken quasi. Ui, feini. Wunderschön. Da ist, nehme ich an, noch Ahornsirup drauf. Bisschen Ahornsirup drauf schon. Wir analysieren erstmal mit dem Auge alles. Also, Pancakes sehen sehr schön aus. Haben eine schöne Farbe. Rührei, sehr schön soft, auch vom Ansehen her eindeutig beurteilbar. Dann haben wir hier den Hashbrown. Den hast du auch präsentierfähig hinbekommen, muss man auf jeden Fall sagen. Der Bacon hier mit Ahornsirup, hier ohne. Diese Rolle kenne ich gar nicht. Also neben mir steht einer erwartungsvoll. Probier als allererstes mal den Bacon. Geschmacklich sehr, sehr geil. Bisschen chewy. Dann haben wir hier natürlich, ganz wichtig, unseren Hashbrown. Die Kruste ist wirklich anders. Mmh. Crunchy. Mhm. Soft Scramble. Uiuiui. Die schneiden sich sehr, sehr leicht. Sehr, sehr fluffig. Muss ich direkt nochmal probieren. Okay, stopp. Okay. Also, Bro. Wichtig für mich, diese Perspektive nochmal kennenzulernen. Das Bewerten ist gar nicht mal so einfach. Pancakes. Warst du zu Recht selbstbewusst? Wüsste nicht, welche geiler sind, Buttermilk oder Joghurt. Ja. Scrambled Eggs, die waren auch perfekt. Bei beidem kann ich nichts sagen. Zweites Mal gemacht. Bacon, die große Schwachstelle von diesem Teller. Einfach, weil der so lange lag. Ja. Das ist eine Sache, die man lernen muss. Ja. Hashbrown, schön knusprig.
schöne Konsistenz. Ein bisschen stark gesalzen, fand ich persönlich. Okay. 8,5 Punkte kriegst du von mir. Okay. Ja, also... Das ist nicht mein Anspruch. Das ist nicht dein Anspruch, aber das ist gut, weil beim Mittagessen kannst du jetzt mehr Gas geben. Ich fühle 100% und ich weiß auch, das ist gerade voll neu für dich, deshalb 8,5 ist super gut. Ja. Aber ich weiß auch, dass du mehr kannst, deshalb freue ich mich aufs Mittagessen. Ich genieße es weiter und da lasse ich mich sogar überraschen von dir, deshalb sehen wir uns da gleich. Herzlich willkommen zum Mittagessen. Schaut euch an, was wir hier Feines haben. Ich lege das Messer sofort wieder hin, denn ich übergebe wieder an dich, Eric. Was hast du dir überlegt? Ich habe dir einfach nur gesagt, ich möchte gerne eine leichte Pasta. Ganz genau. Und dann hat mein Kopf natürlich direkt gearbeitet und das ist dabei rausgekommen. Eine Pasta Rigatoni mit frischem Blattspinat, frischem Knoblauch, Zwiebel, etwas Zitronenabrieb, Cherrytomaten aus dem Backofen, karamellisierten Walnüssen und leckerer Burrata, aber die Burrata nur das Innere in Verbindung mit etwas abgelöschtem Weißwein und gutem Olivenöl. Mutig, aber geil. Also es klingt sehr geil. Na dann, ich bin gespannt, Bro. Also, das ist ein Gericht, was für mich im Kopf einfach schon so Sinn macht. So, das ist einfach, das sind so Dinge, die einfach Spaß machen. Und als allererstes muss ich nämlich die Tomaten in den Backofen geben, damit die so lange wie möglich da schön durchziehen können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber wenn ihr so Strauchtomaten habt, einfach Olivenöl, Salz und dann so richtig lang im Backofen, so 25 Minuten, dann kocht die so in sich und kriegt nochmal so ganz, ganz andere Aromen. Das lieben wir. Schön so grobes Meersalz drüber. Und ab damit in den Falls ihr euch wundert, was da steht, es bereitet schon was fürs Abendessen vor. Als nächstes habe ich mir so vorgestellt, dass wir als allererstes die Walnüsse karamellisieren. Also einen kleinen Stich Butter. Es muss jetzt auch gar nicht wirklich so karamellisieren, aber die sollen nachher so ihren Geschmack mitbringen, aber gleichzeitig auch so eine kleine Süße. Ich habe jetzt die Kappe auch extra für euch andersrum angezogen, damit ihr auch mein Gesicht ein bisschen mehr sehen könnt. Tut mir sehr leid für euch, Leute. Ja. Junge, riech mal, Alter. Das ist safe gut. Also halbe Lungenflügel sind das hier. Ich hasse es, Max beim Zwiebelschneiden zu filmen. Sagt ihr da ruhig mal eure Meinung, weil ich finde es so unnötig, das zu sehen. Leute, hasst ihr es auch, wenn ihr mich beim Zwiebelschneiden filmen müsst? Sagt da mal eure Meinung. Unnötig, oder? Fühlst du? Ja, es gab. Es ist richtig unnötig. Ja. Ein Olivenöl reinklatschen. Gutes Olivenöl. Und rein mit den Zwiebeln. Frischer Knoblauch. So, wenn die Zwiebeln am Start sind, tun wir den Spinat rein. Der Spinat verliert jetzt ordentlich an Volumen, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Jetzt ist es soweit, die Spinatblätter sind richtig schön ineinander reingefallen. Und das ist auch dann der richtige Zeitpunkt, jetzt ein bisschen runterzufahren und den Knoblauch hinzuzufügen. Zack, das Ganze brutzelt jetzt schön vor sich hin und das ist der Moment, wo wir ein bisschen Weißwein hineingeben. Pinot Grigio! Adesso aggiungiamo un po' di vino grigio, ma forse alziamo la temperatura prima di questo. Damit der schön verkochen kann, also will nicht besoffen werden, ne? L'acqua della pasta deve essere salato come il mare. Wasser muss so salzig sein wie das Meer. Jetzt finde ich, ist auch ein guter Zeitpunkt angekommen, wo wir das Ganze jetzt zum ersten Mal auch würzen können. Ich würze gerne so in Etappen. Spinatblätter habe ich jetzt wirklich zu einer ganz niedrigen Temperatur gemacht. Ja, eben waren es noch Spinatblätter, aber dann hast du sie zu einer niedrigen Temperatur gemacht. In der Pfanne befindet sich jetzt eine niedrige Temperatur. Die hat Eric gerade aus den Spinatblättern hergestellt. Zum Rausholen der Pasta benutze ich jetzt so eine Schaumpelle und tue die Pasta direkt in die Pfanne rein, weil ich finde, so kriegt man so die perfekte Menge an Nudelwasser noch mit in die Soße rein. Mhm. So ordentlich, zack, schnell rüber, genau. Dass es nicht, man lässt es nicht abtropfen, man kann ja auch diesen hier machen. Genau. Mein Ziel ist es auf jeden Fall jetzt gleich, dass die Burrata zusammen mit dem Olivenöl und den Tomaten so eine richtig schöne cremige Masse ergibt. Wir haben ja jetzt hier ein wenig Soßiges, weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen ist Nudelwasser gleich auf jeden Fall ganz wichtig. Olivenöl und die Tomate und dann heißt es nur noch anrichten. So. Sehr, sehr krass. Das
wir noch ganz kurz Weißwein einschenken. Ich muss erstmal darauf klarkommen, wie das hier aussieht auf dem Teller, Alter. Ich danke dir. Das könnte wirklich das Hübscheste sein, was ich heute auf dem Teller haben werde. Was sehr, sehr schön ist, die Burrata ist wirklich so leicht angeschmolzen. Man sieht da oben drauf noch frisch gemahlene Pfeffer, karamellisierte Walnüsse, Ofentomaten, Spinat und darunter die Pasta. Rigatoni natürlich auch eine sehr fotogene Pasta. Bitte, bevor du isst, einmal komplett durchmischen. Okay, krass, ja. Weil alles muss miteinander verbunden werden. Unten habe ich nämlich auch noch extra so eine Flüssigkeit, also ein bisschen Pastawasser, Olivenöl, dann das Öl aus den Tomaten und so weiter. Erst wenn jetzt alles verbunden ist, die Burrata etc., dann ist die Pasta so, wie sie eigentlich gedacht ist. Wenn ihr mal hier auf den Teller schaut, seht ihr auch, da entsteht auf jeden Fall noch eine Cremigkeit. Also man könnte denken, was ist das für eine Pastasoße? Einfach nur Spinat und ein bisschen Öl. Ja. Aber ich tue dir jetzt den Gefallen, ich esse sie so, wie sie konzipiert ist. Pack alles auf einen Löffel. So, ich bin gespannt. Lieber eine Taste ein bisschen. Ich probiere. Das muss reichen. Wir sehen uns gleich wieder. Was sagst du? Also, man könnte meinen, dass du genau wie ich auch viel gelernt hast darüber, was ein gutes Gericht ausmacht so im letzten Jahr. Weil wir haben relativ wenige Zutaten, ne? Aber du hast trotzdem richtig geile Akzente. So, dadurch, dass ich alles auf einem Löffel probiert habe, knusprige und süße Walnüsse, cremige Burrata, so eine leichte Säure von den Tomaten und wirklich ein cremiger Soßenkörper mit so einem frischen Spinat so. Das alles komplementiert die Nudeln sehr, sehr gut. Und es ist eine geile Kreation, also wirklich sehr, ja, sehr geil. Hat geil. Mir sehr gut geschmeckt. Ich muss dir 9,5 von 10 geben, weil der Garfunkel von den Nudeln für mich persönlich nicht perfekt getroffen ist. Du hast ja auch probiert, für mich war es genau dein Ding. Ich habe es extra genauso gemacht. Also wenn ich jetzt dadurch das kassiere, finde ich das auch völlig fein. Das Kassieren ist ja auch viel gesagt. Ja, du weißt selbst, wie gut wir gegessen haben. Und das ist wirklich eine geile Kreation dafür, dass du dir die Sponti überlegt hast. Da ist jetzt nur noch ganz, ganz wenig Luft nach oben. Und ich bin gespannt, ob du diese Luft nach oben ausreizen wirst beim Abendessen. Das wird crazy, weil wir haben was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wir haben jetzt 10.53 Uhr, etwas später als eigentlich gedacht. Ja. Und wir bereiten jetzt schon das Abendessen vor, weil es muss den ganzen Tag köcheln, damit es genauso gut wird, wie ich es mir wünsche. Das ist genau richtig. Ich habe es hier nicht leicht gemacht. Ja. Ich habe wirklich, ich glaube, die geilste Sache, die ich im letzten Jahr gegessen habe, mir von dir gewünscht. Und zwar Birria Tacos, die wir in Miami gegessen haben. Und das ist schon mal eine Herausforderung, das überhaupt darzustellen hier in Deutschland, weil zum Beispiel diese Chilis, die hier liegen, sind ja gar nicht so leicht zu bekommen. Ne? Ja, also ganz am Anfang haben wir zwei Hauptschritte eigentlich. Erstens müssen wir die Soße machen, also die Birria-Soße an sich, und das Fleisch müssen wir schon mal anbraten und so die Röstaromen schaffen. Deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt als allererstes von den Chilis die Kerne entfernen. Oben den Stiel entfernen, auch ganz wichtig. Und dann wirklich nur die reine Chili ohne die Kerne in den Topf reintun. Ein paar Kerne ist kein Problem. Okay. Alle Chilis sind jetzt entkernt und als nächstes müssen wir einfach Tomaten reintun. Da ganz grob einfach halbieren, auch so in den Topf rein, weil da kommt gleich einfach nur noch Wasser rein und das Ganze bringen wir zum Kochen, um das Ganze aufzuweichen und danach in einem Mixer zu einer richtig geilen Soße zu machen. Wir haben hier ein schönes Zungenstück aus dem Nacken und Ochsenschwanz. Bevor wir unser Fleisch anbraten, salzen wir es noch richtig schön großzügig. Das Fleisch ist fleißig am Braten. Und in der Zeit können wir schon mal unsere Gewürze mahlen. Und dazu nehme ich hier einfach so einen kleinen Mixer. Die Lorbeerblätter tue ich noch beiseite, die sind für später. Aber wir haben hier eine wunderschöne Auswahl an verschiedensten Gewürzen. Oregano, Koriander, Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel, Nelken. All diese wunderschönen Gewürze kommen jetzt hier rein. Es muss wirklich richtig schön fein sein. Man sieht direkt, wie schön der Boden sich langsam löst mit diesen Zwiebeln. Die Tomaten-Zwiebel-Chili-Mischung ist fertig. Man sieht schon richtig schön, die Chilis sind jetzt einfach richtig schön weich geworden. Sie sind biegsam geworden. Genau so brauchen wir sie. Jetzt müssen wir sie in den Mixer reintun und zusammen mit den Tomaten, Zwiebeln und etwas Wasser aus dieser Mischung. Nicht alles aber. Nein, nein, erstmal nicht alles. Schön mixen. Wir nehmen uns die Chilis, wie sich auch das Wasser verfärbt hat. Ja. Ne? Da kommt jetzt auch unsere Gewürzmischung rein. Zack. Und ein bisschen Chipotle-Paste. Auch nur einen kleinen Löffel, ne? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt passiert die Magic.
Das Fleisch haben wir rausgeholt, damit wir die Zwiebeln reintun können und somit den Boden lösen können. Das Fleisch tun wir jetzt wieder rein und füllen dann den Topf mit dem Fleisch mit unserer Birria-Soße auf. Wir haben hier noch restliche Flüssigkeit von unserer Rinderbrühe mit den Chilis und das kommen jetzt auch noch hier rein, weil es ist ganz wichtig, dass wirklich das ganze Fleisch bedeckt ist. Nicht nur das kommt jetzt rein, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Wasser. Schau. Ihr habt gemerkt, das war jetzt eigentlich gar nicht so viel, weil die eigentliche Zeit wird jetzt erst da rein investiert. Das bleibt jetzt bis heute Abend, bis zum Abendessen genauso stehen. Und wir tun die Lorbeerblätter rein, Deckel drauf. Und jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder du lässt es die ganze Zeit bei niedriger Hitze auf einem Ceranfeld stehen oder auf einem normalen Kochfeld. Oder du tust es bei ungefähr 150 bis 170 Grad in den Backofen. Ah ja, klar. Leute, ich bin so hohl. Ich habe einfach 6 Knoblauchzehen vergessen. Tu sie einfach rein und heb sie dann so ein bisschen unter. Aber das musste ich einfach noch machen, weil, also Knoblauch, ihr wisst selber. Freunde, Eric holt jetzt aus dem Ofen die Birria-Soße mit dem Fleisch, was jetzt 3 oder 4 Stunden gekocht hat. Das ist eigentlich schon fast ein 5-Stunden-Taco-Video. Ja. Aber das kann man noch ein bisschen länger stretchen. Vielleicht machen wir das ja irgendwann mal. Jetzt ist nur die Frage, wie schmeckt das Ganze? Wie sieht das aus? Wir gucken da jetzt gemeinsam rein, Leute. Uff, Digga, dieser Fettfilm oben drauf. Ich komm gar nicht klar, Digga. Wie hoch das stand. Alles Weitere ist einfach so verkocht. Ich hab Angst. Stell dir mal vor, das Fleisch ist jetzt nicht zart. Ich will das so rausnehmen, das fällt einfach schon auseinander. Alter, guck, ich nehme es nur mit der Zange. Beef. Voll Beef einfach, Alter. Krass, hättest du damit gerechnet? Sag ehrlich. Nein. Ja. So ist es ja, so wie man sich das immer wünscht. Ja, ja. Wir müssen jetzt die Tacos vorbereiten. Wir müssen ein bisschen Zwiebel schneiden, ein bisschen Koriander schneiden. Danach kommt alles auf die gusseiserne Platte auf dem Grill. Schön anrösten, Fleisch drauf, bisschen Mozzarella. Und dann muss Max probieren. Käse schon langsam Uiuiuiuiui. Abendessen. Ich schwöre es dir, Digga, dieser Geruch bringt mich direkt nach Miami. Und ich schwöre, ich habe richtig Sehnsucht nach Miami, nicht zuletzt wegen den Tacos. Man merkt natürlich direkt schon, dass mit dem Crunch hat nicht so funktioniert. Man muss ein bisschen anders essen dadurch. Rein in die Sauce und ist das Ehrenlos, Digga. Bro, scheiß auf, wir reden später. Du hast for real den Geschmack, der Geschmack, ja, den hast du auf den Kopf getroffen. Das ist genau der Taste von Dulce Vida. Ja, wie erkläre ich jetzt den Leuten da draußen, wie das schmeckt? Du darfst noch nicht. Ess erstmal auf. Leute, wir haben noch ein bisschen rumprobiert. Ich habe die erste Charge schon gegessen, aber ihr seht schon. Sie haben sich leicht verändert, sagen wir mal so. Sie haben sich leicht verändert. Irgendein Schritt, ich meine, das ist das erste Mal Zubereitung gewesen, ist nicht ganz richtig gelaufen. Wir bräuchten quasi, hätten so ein Extrakt, so ein Öl gebraucht, ja, um die Dinge anzubacken. Wir haben es jetzt einfach nur in Anführungszeichen in Erdnussöl gemacht. Aber es ist ja eh egal, weil man dippt das hier rein und dann hört sich das so an. Damn! Nimm den anderen. Boah, allein schon das Feeling jetzt. Wie der sich jetzt anfühlt. Knusprige Mais-Tortillas, unfassbar geschmackvolles auseinanderfallendes Fleisch. Ich hatte Sorge, dass Mozzarella nicht dem mexikanischen Fondor gerecht wird. Und ich schwöre dafür, dass du das für mich erlebbar gemacht hast in Deutschland. Ich habe mich selbst immer darum gedrückt zu machen. Kriegst du die fetteste 10 von 10, Digga. Das ist einfach ein Fest. Leute, danke fürs Zuschauen. Danke, Eric, dass du mich einen Tag lang bekocht hast. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es war köstlich. Sehr gute Steigerung auch. 8,5, 9,5, 10. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.